Willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache das Ganze jetzt als Voice-Over aus dem ganz einfachen Grund, dass ich seit ungefähr einer Woche versuche, dieses Video aufzunehmen. Und entweder fokussiere ich mich so sehr aufs Gameplay, dass ich keinen geraden Satz mehr rausbekomme, oder ich konzentriere mich so sehr aufs Labern, damit ich halt gesagt bekomme, was ich sagen möchte, ja, dass das Gameplay absolut scheiße wird. Deswegen seht ihr im Hintergrund ein Gameplay, was ich ganz gut finde. Und ich werde euch jetzt sagen, was ich euch sagen möchte. Daher, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Würde mich freuen, würde mich supporten. Kuss geht raus. Zuallererst würde ich einmal gerne die Frage klären, warum keine Videos kamen. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, dass diese Frage auf diesem Channel geklärt wird. Ich kann bald wahrscheinlich ein komplettes Format daraus machen, nur aus den Videos, wo ich erkläre, warum keine Videos kamen. Ja, aber hey, wenn wir das als Format machen, dann ist eine Folge mehr immer besser. Also der Hauptgrund, warum keine Videos kamen, ist, dass ich jetzt einen Job habe und wenn wir mal in meine YouTube-All-Time-Einnahmen gucken, ihr habt jetzt ganz kurz ein paar Sekunden Zeit, in die Kommentare zu schreiben, was ihr denkt, wie hoch meine All-Time-YouTube-Einnahmen sind. So, ich hoffe, ihr habt es in die Kommentare geschrieben, wenn nicht, könnt ihr kurz anhalten. Weil meine YouTube-All-Time-Einnahmen belaufen sich auf ganze 0 Euro und 0 Cent. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich mache das Ganze ja als Hobby. Ich mache das Ganze ja nicht mit der Intention, Geld zu verdienen. Aber dadurch, dass ich halt eben wirklich gar nichts damit verdiene, hat halt für mich der Job selbstverständlich eine höhere Priorität. Und wenn ich jetzt arbeiten muss oder halt denke, ja, ich könnte jetzt auch ein YouTube-Video machen, dann arbeite ich natürlich, weil wenn ich meinen Job nicht vernünftig mache, dann kann ich gefeuert werden, wenn ich YouTube nicht vernünftig mache. Ja, keine Ahnung, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was da passieren soll. Aber ganz kurz, ich werde nicht mit YouTube aufhören. Mir macht das Ganze immer noch Spaß. Ich muss nur halt die Zeit dafür finden. Aber ich habe in den letzten Monaten auch nicht nur gearbeitet, sondern ich habe auch ein paar einfach sehr, sehr große Projekte gemacht. Zum Beispiel, das könnt ihr euch sehr gerne irgendwo in euren Kalender schreiben, es rot markieren, den Kalender in XXL ausdrucken und jedem eurer Verwandten ins Zimmer hängen. Das wäre mir persönlich jetzt sehr wichtig, dass ihr das genauso macht. Am 24. kommt zum Beispiel der Vlog mit Paul, von dem ich persönlich sage, dass es, glaube ich, das geilste Video ist, was ich bisher auf meinem Kanal gemacht habe, was wirklich extrem lustig geworden ist, was ich ja auch schon seit Ewigkeiten angekündigt habe. Das kommt am 24. Dezember, also in nicht mal einer Woche, um 18 Uhr und vorher kommt zum Beispiel auch noch ein sehr, sehr geiles Cookies-Video mit Tim. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das wird sehr, sehr geil und es würde mich auch sehr, sehr supporten, wenn ihr euch diese Videos einfach anschaut, wenn ihr euch die bis zum Ende anschaut und wenn ihr ein Like da lasst. Gleiches auch bei diesem Video. Aber eine Sache wird sich auf jeden Fall so ändern. Ich werde nämlich aufhören zu sagen, ich versuche alle 2 Tage, alle 4 Tage Videos zu machen. Ich möchte Videos machen, die ich sehr geil finde. Das Problem ist, derartige Videos sind einfach so zeitintensiv, dass ich nicht hingehen kann und sagen kann, ich mache jeden Tag ein Video, weil ich dafür halt einfach neben Job und neben überhaupt erstmal eine geile Aufnahme zusammenbekommen, einfach nicht die Zeit habe, um so viel zu schneiden am Tag. Am Ende des Tages kann ich euch nicht genau sagen, wie viele Videos jetzt in der Zukunft kommen werden. Ich werde mich da nicht nach irgendeinem Upload-Plan mehr richten, weil da habe ich jetzt oft genug festgestellt, wenn ich nicht wirklich komplett frei habe und gar nichts zu tun habe, dann geht das zeitlich halt einfach nicht auf. Das habe ich ein einziges Mal habe ich das geschafft, das war letzten Sommer. Die Videos sind geil geworden, aber es war halt zeitintensiv und ich habe in den Sommerferien legit nichts anderes gemacht, als jeden Tag Videos zu schneiden. So, also einmal noch Long Story Short. Ich werde nicht mit YouTube aufhören, ich werde weiter Videos machen. Ich versuche möglichst viele Videos für euch zu machen. Ich versuche vor allen Dingen möglichst geile Videos für euch zu machen. Das heißt, es kann mal sein, dass es 2, 3 Wochen keine Videos geben würde, aber dann wird ein richtig geiles Video folgen. So einfach geht das. Und zweitens, ich weiß noch nicht, 22. oder 23. Dezember wird ein echt lustiges Cookies-Video mit Tim kommen. Ja, Tim lebt noch, für alle, die sich nicht ganz sicher waren. Und am 24.12. um 18 Uhr kommt endlich der lang ersehnte Vlog mit Paul, der verdammt lustig geworden ist. Also Leute, wenn ihr mich supporten wollt, schaut euch beide Videos an, schaut sie euch bis zum Ende an, lasst ein Like da, schreibt einen netten Kommentar drunter, es würde mich extrem freuen.
Ihr könnt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr gerne sehen würdet. Und sonst würde ich sagen, folgt mir auf Twitch, da gibt es geile Livestreams. Folgt mir auf Instagram und auf Twitter, da bekommt ihr den Stuff aus meinem Privatleben mit. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt das Video überhaupt bis hier geschaut. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Das wäre sehr geil. Danke, Kurs. Schaut euch auf jeden Fall das Cookie-Video mit Tim an und auf jeden Fall den Vlog mit Paul. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.